Auch eine gute Chance für dich gibt es in drei Wette-Jackpot-Rennen im Prix Argentin mit Givis Rascal. Der hat auf 2,6 vor einem Monat etwa gewonnen. Ich denke, die Führung solltest du auch mal bekommen. Taktik wird sich, glaube ich, zum damaligen Sieg nicht großartig verändern. Nein, es wird ähnlich ablaufen. Ich werde ein bisschen schneller fahren heute. Das, denke ich, so wird ihm entgegenkommen. Und dann werden wir sehen. Wie ich gehört habe, ist Wonderboy gestrichen. Das sollte eigentlich also der Gegner im Prinzip sein. Und natürlich noch einige andere, Sully und so weiter. Also ich denke schon, dass auch diese Gräsert Aquinos eine gute Chance hat, wenn sie glatt geht. Und wenn sie ganz zum Schluss kommt, ist sie immer stark. Das vierte Rennen mit einem Dreierwette-Jackpot. Und da solltest du auf jeden Fall eine sehr gute Rolle spielen mit Sully. Zuletzt auf die Sprintstrecke hat er sich ein bisschen bieten lassen. Hast eigentlich eine gute Lage gehabt. Da hat er Schwierigkeiten gehabt, den Anschluss zu halten. Aber er ist auch eher so ein Dauerläufer, vor allem die 2,6 liegen ihm vielleicht sogar besser. Ja, auf jeden Fall besser wie die 1600. Er ist so distanzunabhängig, aber gerade 1600 ist nicht gerade sein Weg. Die 2,6 sind eindeutig besser und der hat schon eine richtig gute Chancen. Wie sieht dein Plan aus? Hast du schon einen Plan? Er fängt ja gut an. Aber das tut der wahrscheinliche Favorit Givis Rascal auch. Wirst du schauen, was dann passiert am Start, nehme ich an. Ja, so ungefähr. Einmal rauslaufen lassen und dann schauen, dass ich eine Position bekomme. Ich werde mit der Spitze, wenn ich sie bekomme, auch weiterfahren. Das vierte Rennen der Prix Argentin, ein Dreierwette-Jackpot-Rennen, und in die Dreierwette laufen kann auf jeden Fall Gräsert Aquinos, so wie sie momentan drauf ist. Auch das ist keine einfache Prüfung. Es sind Givis Rascal drin, der vor 4 Wochen sein Rennen gewonnen hat. Sully in konstanter Form. McDonald Venus zuletzt eigentlich sehr gut gelaufen. Gilt es eigentlich, einen guten Rennverlauf zu erwischen, dann ist sie sicher dabei, hat auch dann sicher Siegchancen, oder? Ja, auf 2600 Meter ist sicher kein Problem für die Gräsert Aquinos, also sie kann stehen und der Favorit ist meiner Ansicht schon gestrichen, Wonderboy, also der hat für mich die erste, zweite Chance gehabt und wie du sagst, die Sully, McDonald Venus, Givis Rascal, natürlich die Zeppelin Venus auch letztes sehr stark gelaufen, also da kommt es am Rennverlauf drauf an und wer der bessere Steher ist. Aber unter den ersten drei, wenn sie keinen Fehler macht, soll sie schon sein, wie sie momentan läuft. Ja, glaube ich auf jeden Fall, ja. Vierte Rennen, Dreierwette, Jackpot. Zum Gewinnen wird es sehr, sehr schwer für Zeppelin Venus, aber der ist zuletzt mit Nummer 14 auf der letzten Halben viel in äußeren Spuren marschiert. Das sind natürlich anspruchsvolle Gegner drinnen, aber zumindest für die Dreierwette kann man ihn schon mitnehmen. Ja, die Gegnerschaft ist sehr gut und ich muss sagen, wie das letzte Mal gegangen ist, die letzten 500 Meter, müsste er unter den ersten drei oder vier sein, ja. Vierte Rennen, Dreierwette, Jackpot-Rennen. Mitnehmen auf jeden Fall aufs letzte Laufen von der Vorwoche muss man McDonald Venus immerhin starke Schlusshalbe. Wenn der wieder so geht, kann er sowas auch gewinnen. Ja, McDonald Venus ist eigentlich mein persönlicher Favorit von heute. Ich bin ihn ja zweimal gefahren. Einmal in Ebersdorf, da war ich Zweiter, bin ich rausgekommen. Und beim letzten Mal hatte ich die Innenkante, wurde durchgereicht bis auf die letzte Position und bin dann ja, gute 700 Meter vom Ziel losgefahren. Und er ist ein super Endspurt gegangen und auf die beiden Leistungen drauf müsste er heute auch allererste Chancen haben.